Es geht los. 8 Stunden ab jetzt. Die 9-DAT-Challenge beginnt. Viel Glück. Ey, yo, das werde ich brauchen. Ich kann euch kurz das Overlay zeigen. Also, hier oben steht, wie lange wir noch spielen. Dann der Rekord an perfekten Darts, die wir in der Woche schon haben. 0. Wir haben nicht einmal mit dem ersten Dart die Triple 20 getroffen. Perfekt. Dann, wie viele 180er wir bisher geworfen haben. 0. Und Puls. Und das ist unwichtig. Ja, jeden Tag ab 16 Uhr, außer ich verschlaf. Boah, der erste drin. Wir haben den ersten perfekten Dart-Chat. Let's go. Jetzt kann ich hier, wenn ich da drauf drücke, müsste die Zahl hier hochgehen. Funktioniert die Technik? Rekord? Einen perfekten Dart hatten wir bis jetzt. Let's go. So. Oh, ich dachte die erste 180. Ganz kurz dachte ich, aber wir müssen es genießen. Wir können nicht oft auf den Knopf drücken, okay? Wir haben jetzt 2 perfekte Darts. Rekord, 2 perfekte Darts. Let's go. Das fühlt sich so an, die Challenge fühlt sich an, als wenn ich das geschafft habe. Let's go. Da steckt die erste. Erste 180 und 3 perfekte. Wie lange spielen wir schon? 17 Minuten. Heilige Scheiße. Wow, nicht schlecht. Der war okay, den nehme ich an. Den nehme ich mit. Guck mal, wieder 2 drin. Wieder 2 drin. Guck mal, gar nicht schlecht. Eigentlich 5 perfekte, wenn man so sieht. Let's go! Hypt euch in den Chat. Zack. Vier perfekte! Auf geht's! Verdammt, ich darf nicht so rumschreien nach dem ersten, müsst ihr wissen. Ich darf mich erst freuen, wenn der Neuner drin ist. Wie es so war und dann... Let's go! Wir bleiben drin. Oh, ich darf nicht reden, ich darf nicht reden. Let's go! Zu viel Show, zu viel Show, zu viel... Da war jetzt Konzentration eigentlich gut, aber war ich zu nervös. Sag ehrlich. Das war 1000-mal besser. Genau so muss ich es machen. Genau so muss ich es machen. Habt ihr das gerade geahnt? Das war gut. LOL, ich habe nicht hingeguckt. Schon zum dritten Mal so in die 1 gerutscht. Hälfte geschafft. Okay, ich muss sagen, ich fühle mich noch topfit, was der Körper angeht. Geistig bin ich durch. Ich hatte nicht über der letzte, also der, wo vorbeigegangen ist, ich wollte ihn hochnehmen, er war nicht richtig auf dem Finger drauf, da musste ich ihn wieder runternehmen, war aus dem Rhythmus draußen, hab verkackt.
Oh mein Gott, schon wieder 4 Perfekte. Daraufhin hatten wir extreme Internetprobleme und währenddessen habe ich einfach, während der Stream gar nicht live war, diese 180 geworfen. Also ist diese exklusiv für YouTube. Genießt sie. Also ich hoffe, ihr habt sie genossen. Die ist schon wieder vorbei. Der 9 Data war an der Stelle aber auch nicht drin. Aber hier der Versuch. Viel Spaß. An der Stelle möchte ich auch sagen, lasst ein Like da, falls das Video euch gefällt und schaut gerne auf Twitch vorbei. Wir sind jeden Tag online. Jetzt ist gerade stabil, aber ich streame auch mit 300 Bits. Das macht man eigentlich nicht. Offcam treffe ich die 180er immer, sage ich. Schade. Muss man sagen. Schade, schade, schade. War ein nice try. Und eine gute Gruppe hinterhergeworfen. War ein nice try, Chat. War ein nice try und ganz wichtig für die Mentalität, sage ich. Kein guter Versuch. Das Ding ist, ich habe mir gerade gedacht, einfach nicht in die 1 werfen, einfach nicht in die 1 werfen. Nee, das war's nicht, das war's gerade nicht. Ich spüre die 180, ich spüre sie auch komplett, wirklich. Ich mein's ernst. Boah, ich hab's gefühlt, aber schon wieder die 1, schon wieder die 1. Ich vergeb die ganze Zeit in die 1, ich vergeb immer in die 1. Das kann nicht wahr sein. Ich bin durch, ich bin durch. Was habe ich erwartet? Guck mal, es ist doch nicht so schwer, aber da werde ich nervös und es spielt auch schon so lang und mir gehen die Ausreden auch an der Stelle aus. Die 1 verfolgt mich in meinen Schlaf, sage ich. Die 1 verfolgt mich heute Nacht. Ah! Und die Zeit ist vorbei. Der erste Tag der 9 Dart Challenge ist damit geschrieben. Knieschmerzen 1 aus 10, Hand 0 von 10. Ich könnte jetzt nochmal 12 Stunden weiterwerfen, ich bin ehrlich. Ich könnte 24er draus machen. Aber wir müssen uns schon für die nächsten Tage mal gucken, wie es morgen aussieht. Boah, so eine 180 wäre gut als Fazit, würde ich sagen. Oh.
nochmal vier Perfekte zum Abschluss von Tag 1. Dreimal vier Perfekte an Tag 1. 23 180er. Was willst du mehr?